Hey Leute, willkommen zurück beim Geistergold DLC in Fire Emblem Fates. 8 Züge überleben ist das Ziel und wir sind ja schon in Zug 4, also werden wir es sicherlich heute abschließen. Das sollte keine Frage sein und dann können wir uns den nächsten Farming DLC widmen. Das sind ja eigentlich ja eh nur 3 Stück, also, ne? Ich denke, das dürfte relativ zackig gehen, auf jeden Fall. Sehen wir uns mal oben auf jeden Fall, was wir dann auch alles rausholen können. Muss jetzt erstmal die ganze Range nochmal überprüfen und so, denn hier gibt es teilweise schon etwas brenzliche Situationen, ja. Wo es ganz schön unschön werden könnte. Hier und da. Also mal sehen. So, hier haben wir eventuell einen, der mit 43 noch rüberkommt. Mit Support würde ich das wahrscheinlich nicht verkraften. Du kommst da dann nicht hin. Okay. Ja, ist ja mit dem Silberlangspeer, kommt der auch noch hin. Muss mal schauen, wie ich meine Rinkers jetzt nämlich erstmal verteile. Hier sind ja das letzte Mal Verstärkungstrupps dazugekommen, wer sich zurückerinnert. Und das ist natürlich ein klein wenig problematisch. Ist klar, ne? Eventuell arbeiten wir uns auch erstmal dort durch. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Hier sollten wir eigentlich ganz gut dicht machen können. Der hier ist eh nur auf Range. Ein Angreifer, das passt. Und ich denke nicht, dass die irgendwas gegen den Xander erledigen können, ehrlich gesagt hier. Wir haben Silberdolche, ja, es ist ungemütlich. Aber sie haben keine fiesen Fähigkeiten dazu, also ist das durchaus alles möglich, schätze ich mal. Ich muss jetzt erstmal grob sehen, wie ich mich da anordne, ehrlich gesagt. Noch keine klare Vorstellung. Ja, ich denke, es ist das Beste, wenn Takumi erstmal vielleicht hier angreift, aber er hat nur 23. Na, er würde an sich nicht gedoppelt werden, aber durch seinen Bogen schon. Das heißt, wir müssen irgendwie umswitchen. Zwar, Momentchen. Ja, Silberdolch, da bist du ja dann im Vorteil, genau. Machen wir das Ganze mit dem Fuchinyumi in dem Fall. Damit eben die Effektivgeschwindigkeit nicht drunter leidet. Das ist eigentlich das Einzige. Das wäre sonst ziemlich gefährlich. Alles klar. Also das hätten wir. So, okay. Jetzt können wir uns wieder ein bisschen... Jetzt können wir alles ein bisschen umstrukturieren. Hm. Wenn wir hier den schon mal aus dem Weg räumen, hätten wir auch auf jeden Fall einen kleinen Vorteil. Die haben ja alle nur 23, das heißt, in der Regel werden die relativ wenig machen können. Ja, im Prinzip stimmt das. Also würde ich sagen, stellen wir uns schon mal hier hin. Zu dem wir jetzt erstmal Schutzschild reinbekommen, was ziemlich praktisch ist. Okay, sehr schön. Voll unnötiges Astra oder so. Aber okay, so ist er manchmal, wie wir wissen. So, und damit sieht das hier schon ein bisschen besser aus, ein bisschen sortierter. Das sollte auf jeden Fall schon eher was gehen. Und wir können, denke ich, definitiv mit Xander ein bisschen vorstürmen. Müssen ein bisschen sorgfältig nur jetzt hier sein. Du hast schon Siegfried ausgerüstet. Ja, ja, natürlich. Kriegst auch dein Schutzschild, das ist interessant. Müssen jetzt nur ein bisschen schauen, dass eben Takumi möglichst nur auf Range angegriffen werden kann. Und das ergibt sich wahrscheinlich noch am ehesten, wenn ich mich irgendwie hier hinstelle, ne? Ja, also wenn ich mich hier hinstelle, sollte das ganz gut funktionieren. Ja, mach einfach mal. Vielleicht aktiviert sich ja auch was, wer weiß. Nope. Aber so geht auch nur das Schutzschild weg, weil du kriegst wenigstens erstmal keine Stat-Drops, das passt schon so. So, ansonsten würde ich jetzt erstmal mit Rinker oben den Weg versperren. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Na. Und vielleicht erstmal so genau immer aneinander stacken. Und es ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn irgendwelche Leute fliehen sollten, ne? Man muss natürlich nicht alle ausschalten, ganz klar. Darum geht's ja auch gar nicht. Ja, gestiegenes Waffenlevel, sehr schön. Ja, arbeiten wir uns einfach systematisch durch. Was will man noch anderes machen? Und erledigt. Okay. Mal sehen. Ihr kommt nicht weiter. Ach so, ihr seid hier sogar eingekesselt. Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass die Wand sogar bis hier hingeht. Okay, das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Dann könnten wir eigentlich auch durchaus riskieren, uns einfach mal hier irgendwie hinzustellen, ne? Ja, wenn einer an Sakura kommt, ist aber immer noch sehr gefährlich. Ich will jetzt nicht unbedingt das darauf anlegen, dass Arcanum triggern muss oder so. Und ihr habt auch Stahl-Äxte dabei, ja, wenn ich hier im Wald stehe, ganz im Ernst, kann ich das auch riskieren, ne? Aber du bleibst erstmal nochmal noch in Sicherheit. Ich könnte dich jetzt, wobei, warte mal, dann kommt ihr ja gar nicht dahin, ne? Aber du kommst mit deinem Silberlangspeer noch hin, naja, wenn ich dich direkt ausschalten könnte hier, wäre das gar nicht mal so schlimm. Dein Supportpartner macht die Hälfte, also 37 gegen 19, okay. Ah, ja, das ist schon auch noch ordentlich auf jeden Fall.
Das ist noch ein bisschen zu viel. Der hat auch noch Eggs hier. Bleiben wir mal noch stehen. Benutzen aber noch ein Heilmittel, warum nicht? Sind billig und wir kriegen mehr als genug Gold hier, ne? Also kann man das schon mal machen. So, eigentlich auch unser Avatar sollte nicht unbedingt weiter nach vorne. Wir stellen dich mal hier hin. Achso, ihr seid ja auch noch da, natürlich. Geht einfach mal mit nach oben. Und wir sammeln noch ein bisschen. Kann auch nicht schaden. Mal sehen, was passiert. Sie heilen sich hoch. Und greifen Xander an. Na gut. Da sollten wir auch ein bisschen farmen können, auf jeden Fall. Gut, die Defense-Schwäche ist jetzt absolut zu vernachlässigen. Das stört mich so gar nicht. Wir sind auch ein bisschen schneller jetzt geworden dadurch. Stört mich genauso wenig. Wird alles schön abgeblockt. So muss das laufen, ne? Bin mal gespannt, was noch alles hinterherkommt. Hier kriegt man ja schon ordentlich Gold. Die Ritter oben droppen ja tatsächlich schon 5000, ne? Ja, und die habt ihr keine Chance. Gegen Rinka kommt ihr nicht an. Könnt ihr vergessen. 40 Defense und saugt euch das Leben aus. Keine Chance, Freundchen. Keine Chance. Oh. Okay, jetzt ist das Ganze auf einmal ein Stückchen brenzlicher wieder geworden. Nett. Aber auch hier können wir uns wahrscheinlich relativ easy durcharbeiten. Mal sehen, wie wir das Ganze am geschicktesten anstellen. Hier wahrscheinlich erstmal mit der Doppelkeule, ne? Ja, ist klar. 100%, 40, perfekt. Was will ich mehr? Ein Schlag und weg. Schon heftig. Aber das Teil ist auch mega spitze gegen sowas. Und der wilde Hieb kommt mir eigentlich auch relativ gelegen. Mal sehen, was wir da machen. Jetzt muss ich nur unten ein bisschen aufpassen, denn die haben ja Hankius. Bedeutet Effektivschaden gegen Wyvern ist nicht so nett. Ja, Räuberachs 91. Du machst ja auch keinen Schaden. Ich habe Bannhieb drin. Ha, nice. Bannhieb ist auch eine schicke Fähigkeit. Ja, du würdest 26 Schaden machen. Das ist schon ordentlich. Sehr ordentlich, leider. Könnt ihr Inoka noch bis hierhin fliegen? Ja, das wäre ganz cool vielleicht sogar. Ich weiß nicht, wie gut sie gegen ihn direkt wäre. Leider hat sie keine Fernkampfwaffe. Das wäre ganz praktisch. Aber wir könnten uns auch erstmal sogar durcharbeiten, ha? Huh? Ja, mach das doch mal. Den räumen wir auf jeden Fall weg. Ich glaube, die oben werden jetzt entkommen, aber ist nicht so schlimm. Wie gesagt. Man kriegt auch so mehr als genug Gold. Und darum geht es auch nur im DLC. Man sollte keine Leben riskieren. Für ein bisschen Gold. Das ist natürlich Quatsch. Das macht keinen Sinn. Ah, du hast eine krasse Defensive, ha? Huh? Da kommt sie nicht so gut durch. Wie sieht's hier aus? Bestientöter? Ah ja, das sieht doch schon eher nach was aus. Machst eventuell 24 Schaden, aber deine Resistenz mit 31 dürfte danach eigentlich hier ganz gut abblocken, ja. Sind da nochmal 7 Schaden, die reinkommen eventuell, im schlimmsten Fall eben auch nur. Und vielleicht haben wir auch ein bisschen Glück und es kommt Aiti oder so, kann auch passieren. Diebe wie ich arbeiten oft im Dunkeln, da sind lange Nächte kein Problem. Meine Freunde wohl schon, wie sie alle schlaftrunken umhertrunkeln. Na, mal sehen. Oh, ja, natürlich ausgewichen, sehr gut. Das erwarte ich auch. Darauf bist du ausgelegt, ja? Sehr schön. Hm. 5000 Gold erhalten. Nice, das gefällt mir. Okay. Was machen wir jetzt als nächstes? Mal sehen. Also da können wir nicht mehr aufschließen so wirklich, aber wir könnten uns hier eventuell nochmal hinstellen. Das ist an sich auch nicht wirklich schlimm. Er wird dann wahrscheinlich eh auf Nina gehen. Also greif ruhig an. Er wird dich nie wirklich umhauen. Also passt das auch. So. Und hier könnten wir uns theoretisch dann so hinstellen sogar. Cool. Aber eigentlich sollte Inoka auch aufschließen. Ist aber wahrscheinlich nicht die sinnvollste Wahl in dem Fall, ne? 3300 ist halt doch ein bisschen besser noch. Man weiß ja nie. Bams. So, alles wieder heute ein bisschen gut durchgeplant und so, ha? Also, wir haben keine Fernkampfwaffe. Wäre auch so oder so Quatsch. So, du kommst hier nicht durch, genau. Kein Thema.
Alles klar, alles klar. So, wie machen wir hier weiter, ist die große Frage. Als allererstes würde ich sagen... Bams. So geht das. Und dann müsste eigentlich auch schon alsbald das Kapitel zu Ende sein. Das sind nochmal plus 1000 gewesen. Das Doppelkatana ist ein One-Hit. Kein Problem. So, 1000 Gold, sehr schön. Takumi kann jetzt dafür gerade nicht so wirklich viel machen, ha? Wie sieht's geschwindigkeitstechnisch aus? Die sind alle bei 24. Achso, da ist ein Langbogen dabei, ja? Ja, wir hauen alles weg. Dadurch. Ist es gerade so sinnvoll? Ich muss mal kurz überlegen, wie sieht's hier aus? Solltest du critten? Dummerweise steht das Ryoma hier ein bisschen ungünstig in dem Fall. Würde der überhaupt dann dahinter kommen? Ja, würde er. Na, schade eigentlich. Das ist eigentlich auch ganz gut, weil oben ist eigentlich ganz gut blockiert. Die kommen dann auch nicht so weit. Ich meine, man kann das schon probieren, ne? Er hat noch 25... Na, 20% Crit hat er. Momentchen, lass mich das mal überprüfen. Wie sieht's hier aus, ne? Ich meine, die sind wahrscheinlich... Achso, die sind sowieso zu schnell, ne? 30? 30 ist dann allerdings auch für Takumi ein Problem. Naja gut, sie machen 27 Schaden, okay. Kein bisschen Problem, wow. Warum mache ich mir eigentlich Gedanken, ne? Gute Frage. Hat Leo schon angegriffen eigentlich? Der könnte auch mal drankommen. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Leo wird nicht drankommen. Dann schauen wir mal, was Ryoma so reißt. Und wenn er sie wegkritten sollte, okay, dann können wir das mit Takumi umplanen. Gut, okay. Alles klar. Sehr gut. Level 19 für Ryoma. Na, wenn das mal nichts ist, dann weiß ich auch nicht. 2000 Gold. So, der gute Takumi kann ja auch von hier aus zum Beispiel agieren. Und ist dann ganz sicher und es stellt sich niemand mehr in Range. Denn da kommt er ja nicht richtig rüber. Also bleibt uns eh nichts anderes übrig, als hier kurz einen Test zu machen. Also es wieder ein bisschen Gold einbringt. Sehr schön. 1000 Gold. Die werden jetzt entkommen, aber ist nicht so schlimm, wie gesagt. Pappalapapp. Das bisschen Gold. Man kann natürlich auch enorm offensive Charaktere mitnehmen. Zum Beispiel Kana mit Gale Force hätte es sich jetzt hier wahrscheinlich auch ziemlich gelohnt. Kann ich mir vorstellen. Ja, Magier können doch noch ganz gut Schaden machen. Ulfheden und Kitsune. Okay, das ist interessant. Ein klein wenig unerwartet. Aber auch das sollte möglich sein, ne? Da arbeiten wir uns schon durch. Stück für Stück. Na, muss aufpassen. Das kann ja leicht gefährlich werden. Ihr seid wirklich fix unterwegs, was? Uncoole Angelegenheit gerade so ein bisschen, ne? Finde ich schon dezent doof. Was sich hier gerade für eine Situation ergibt. Was? Ihr droppt nicht mal Geld, aber ihr da unten droppt Geld. Oh Gott. Das mit der Bestienschwäche kann ich halt... Achso. Achso, Moment mal. Ihr macht gar keinen Bestien-Extra-Schaden. Oh, okay. Achso, alles klar, okay. Dann ist ja alles entschärft. Dann passt alles. Ich war ein bisschen entsetzt nämlich. Ihr kriegt auch die hier noch zu 100% weg, ne? Ja, das haut auf jeden Fall hin. Und auch die hier machen nicht wirklich viel Schaden im schlimmsten Fall. Aber es ist eine ganze Menge. Kommst du noch hin? Ja, wenn ich mich hochstelle, kommt so gefühlt jeder hin. Und 40, 40, 40, 40, naja. Ich muss mir das nochmal kurz anschauen. Momentchen. Also 12, 20%, ja. Und wir kriegen immer wieder ein Schutzschild drauf, also werden auch doppeln in der Regel. Na, ganz genau, das tun wir. Also habe ich doch nicht so viel zu befürchten, wie ich dachte. Dann würde ich sagen, stellen wir uns doch einfach dahin und gut aus. Das klappt dann auch. Dann versperrt Ryoma hier effektiv den Weg.
Kannst auch wegastran. 0-0-0 ist immer schön zu sehen beim Gegner. Das sind richtig tolle Aussichten. Applaus dafür. So. Jetzt kann man hier mal planen. Ich will nicht unbedingt einen Stat-Drop reinkriegen, ja. Ist Camilla vielleicht die bessere Wahl in dem Fall? Ah, mit einem Support wäre sie das schon. Man kann ja noch jemanden daneben stellen durchaus. Ah, Rinka kommt jetzt nicht so weit, aber du würdest schon weit genug kommen. Und du bist ja auch, sag ich mal, hier schnell, ne? Also keine Sache, keine große. Einwandfrei. Dann kriegen wir keinen Stat-Drop rein und alles ist super. Gefällt mir. Das sind hier die passenden Aussichten. 1000 Gold, wilder Hieb. Alles super. Achso, Camillas Axtjob, ich dachte mir schon gerade. Das hätte mir sonst nicht gepasst, ja. Oh, ach, du hast Effektivschaden, du hast doch den Bestientöter, wie praktisch. Ah, wir können es eigentlich mal so versuchen, ne? 88 und 100 würde theoretisch dann auch klappen. Jo, versuchen wir es mal. Schön mal ein paar Kitsune in Aktion hier zu sehen. Auch wenn die nicht lange durchhalten werden. Beziehungsweise Fuchsgeister sind es ja. Eigentlich ja Nine Tails, wenn man es genau nimmt, aber okay. Englischen haben sie es dann direkt so übersetzt. Also, wir haben eine Verteidigung von 26. Das sind ja nur Kitsune. Das heißt, der Beste macht 11 Schaden, der Rest macht nur 4. 4, 4, 4, 11. Haut das hin? Wenn ich dich jetzt mit Rinka kombiniere, hast du noch mehr Death, ne? Ja, das haut doch hin. Kein Thema. Stimmt, ich kann auch einfach Rinka nach oben stellen, ne? Das würde natürlich auch gehen. Rinka hat 40, das heißt, da kommt keiner durch. Kannst du total knicken. Gefällt mir. Und dann ist hier nämlich dicht gemacht. Ha. Nice. Dann können wir uns weiter durcharbeiten. Ohne Probleme. Jetzt muss ich nur mal kurz schauen, ob da unten jemand dann zu Takumi noch hinkommt. Ja, das ist durchaus der Fall. Also müssen wir hier noch ein bisschen vorsichtiger sein. Aber ihr könnt zusammenarbeiten. Wunderbar. Dann kann ich nach oben gehen. Kann das Ganze noch weiter eindämmen. Dann kommen auch keine Doppelangriffe durch. Und alles ist super. Was will man mehr? Ja, zieht sich doch länger, als man denkt, so ein paar Runden, wenn man bedenkt, das sind ja eigentlich nur 8 insgesamt. Ich meine, das ist jetzt hier Runde 6, okay. Schon der Wahnsinn irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt. So, du bist ein bisschen langsam, leider. Bisschen schade. Ja, hau du einfach mal hier drauf. Du wirst eventuell zu 7% getroffen mit 6 Schaden, also... Lächerlich. Oder du crittest einfach wieder auch mit 8%. Warum nicht? Ich weiß auch nicht, was mit ihm los ist in letzter Zeit. Er ist nur noch am Ausflippen. Richtig krass. Ja, dann. Also ihr seid ja noch verbunden. Oh. Ja. Gut. Hier sollte ich mich nicht hinstellen. Das ist Quatsch. Aber stellen wir uns einfach hier hin. Hauen schon mal drauf. Ich überspringe das mal. Das ist, glaube ich, unspektakulär. Er hat nicht mal getroffen mit 85%. Egal. So, mal sehen, was hier passiert. Das ist eher interessant, ob Angriffe durchkommen. Gut, hier wird erstmal nichts passieren. Und eventuell kriegen wir auch ordentlich Schilde wieder. Das kommt drauf an. 4 haben wir schon wieder gesammelt. Und da kommen immer mehr. Wir dürfen kräftig Schilde sammeln. Ist das nicht toll? So vielleicht keiner so wirklich durchkommen mehr, ne? So oder so. Also das ist so kalkuliert, dass selbst wenn alle treffen, man immer noch überlebt, ne? So muss das sein. Okay, der geht mal nach oben. Der war klug. Ich bin nicht müde, ich sage es noch einmal. Ich bin nicht müde. Wo stecken die Geister? Den werde ich zeigen. Oh Mann, ey. Zack. Eigentlich würde ich auch gerne nochmal Elise angreifen lassen irgendwo. Haben wir auch noch nicht in Aktion gesehen. Genauso wie Leo. Ich weiß nicht, ob da noch Verstärkung jetzt kommt. Oder ob das die letzten sind. Wenn es die letzten sind, können wir auf jeden Fall mal wechseln. Denke ich. Dürften sich genug Möglichkeiten bieten. Ja, interessant, dass der Rest jetzt nach oben ist, aber natürlich haben die keine große Chance. Ja, ich glaube, das kann ich überbringen. Dass die keine Chance haben, das sollte, glaube ich, klar sein. Und geflucht. Ach, der macht da unten was kaputt. Sieh mal einer an. Will sich wohl befreien, ha?
Oh, da kommt doch noch eine ganze Menge an Unterstützung dazu. Jetzt können wir allerdings tatsächlich mal auf Elise wechseln. In der Tat. Ich glaube, es bietet sich gerade an, denn hier... Oh, Stahllangspeere. Es ist lustig. Es ist ein verdammter Angriff, ne? That's it. Arme, arme Elise. Warum ist das eigentlich immer so? Das ist wirklich tragisch, was? Also wir können die hier so oder so ja einsperren. Also, ja, kein Problem an sich, ne? Hauen wir einfach mal so drauf mit dem Omega... Quatsch, mit dem Doppelkatana, ne? Aus solchen Gründen habe ich immer meine Doppelwaffen dabei. Ich sag's ja, geniale Sachen. Ich mag sie meistens mehr als Brecherwaffen eben. Ich habe lieber was, auf was ich mich total verlassen kann. Als eventuellen Effektivschaden, der dann auch mal nicht eintreffen könnte, wenn man sehr viel Pech hat, ne? Das muss nicht sein. Ich glaube, hier ist es auch ganz sinnvoll. Oh, die haben alle diese krassen Waffen, ne? Das ist halt sehr, sehr gefährlich hier. Eieiei. Wie sieht's hier aus? Du hast einen Bestientöter dabei, ne? Aber dann könnte ich natürlich gegen alles Mögliche benutzen. Du kriegst auch nicht so... Doch, du kriegst ein Schutzschild rein. Du kriegst einmal plus 3, ha. Na, Doppelverteidigung. Plus ist auch bei Angriffen, genau. Also könnte ich das durchaus machen. Und du dürftest dich auch so ganz gut zur Wehr setzen können. Genau. Trefferchancen sind nicht hoch. Und hier sollten wir auf jeden Fall noch einiges reißen können, so oder so. Also mach das mal. Hau drauf. Ja, ich überspringe mal. Das ist schon klar, dass das hinhaut. 5000 Gold gibt das. Na, wenn das mal nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Ansonsten müssen wir hier ja nicht mehr so krass vorgehen, ne? Also, ich muss mir das mal kurz ansehen. Du schaffst es ja direkt, ne? Eventuell. Benutzt nur ruhig Okun Vasara mit dem 40er Crit. Ja, hat eine bessere Trefferchance, ich weiß, aber... Hier kommen wir, wie gesagt, so oder so durch. Das ist nicht das Problem. Natürlich. Und jetzt wird gecrittet. Wie es manchmal so ist. Ja. Es kann passieren. Aber nicht, dass es schlimm wäre oder so, ne? Ein Risiko, mit dem man leben kann. Das ist immer das Wichtige. Magie und Fähigkeit und Bogenbrecher. Und das auch noch, ne? Ah ja, ja, das wäre sogar ziemlich praktisch hier und da. Du bist eigentlich keine Sammlerin mehr, muss ich sagen. Hau Magie sammeln raus. Sehr spannend auf jeden Fall. Wie teilen wir uns jetzt auf? Ist die Frage, Leute. Die Frage aller Fragen. Könnten hier nochmal angreifen, das bringt uns allerdings nicht so viel. Du kannst auch nochmal angreifen. Ja, im Support wärst du glaube ich sogar ganz gut dann mit Hinoka, ne? Dann würdet ihr schon jetzt was zusammenreißen, wenn ich euch hier hinstelle. Aber Ryoma ist ja auch noch da, stopp. Ne, Ryoma kommt auf jeden Fall hier hin, das ist schon klar. Eigentlich. Ja, wir können auf jeden Fall auch welche eindämmen. Da haben wir so oder so kein großes Problem. Stärke-Siegel. Ah, Langbogen haben wir von da hinten auch noch.